Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, ich musste gerade erstmal zweimal gucken, was da rechts gestanden hat, dass unter Bäumen unter Umständen ja, Ostereier versteckt sein könnten, was etwas seltsam ist jetzt so knapp eine Woche nach Ostern, aber okay. Ich habe jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. In die Richtung, die ich stehe, da muss ich hin. Okay, reinige Athenas Tempel vom Schattenbann. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal als nächstes. Und, ach so, der Tempel ist das, okay. Ja, dann einmal. Gucken, ob wir da direkt hinkommen. Und mal gucken, was uns da erwartet. Ich sehe unten rechts schon Gegner. Die Sterblichen lagern ihr Getreide in Kornkammern. Demeter wacht über sie ebenso wie über die Geheimnisse des Jenseits. Dir haben wir aber auch alle sinnlosen Aufgaben aufgebrummt. Können wir das nicht zusammenfassen? Eine Kornkammer ist doch quasi das Jenseits des Getreides. Das Jenseits des Getreides. Ja, so weit muss man dann erstmal denken. Okay, ich schau mal eben. Da oben sollte nämlich etwas Schönes auf uns warten, wenn ich das richtig sehe. Ach, da hinten an der Spitze. Ach du Schande, okay. Ja, die Frage ist jetzt, wie komme ich da denn hoch? Ich weiß nicht, ob ich da. Nee, anscheinend nicht. Doch, vielleicht doch. Die Frage ist nur, habe ich dafür genug Ausdauer? Entschuldigung, aber ich muss mal eben an ihren Brüsten, glaube ich, hoch. Sollen das Brüste sein? Das sieht so komplett gar nicht danach aus. Da ganz oben. Ich will jetzt hier nicht runterfallen. Das ist gerade mein Problem. Ja, genau. Das meinte ich nämlich damit. Deswegen wollte ich eigentlich auch nicht springen. Das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ach, ich hasse es. Wie kann man denn da an diesen Speer? Ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich gar nicht festgehalten. Kann ich hier unten? Nee. Da hält er sich aber nicht dran fest. Nur hier. Deswegen hat das jetzt auch nicht geklappt. Oje, oje. Muss ich jetzt da ganz hoch und dann darüber springen eventuell? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Geht das? Ja, da kann ich hoch. Die Frage ist nur. Oh, 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 oh. Die Frage ist nur, komme ich so hoch? Jetzt muss ich mal eben gucken. Moment. L, B und untere Taste. Gucken, ob ich das dann hinkriege. Nein! Nein, warum macht die das nicht? Ist sie doof oder was? Nee, das war gar nicht die untere Taste. Hä? Ach, ich hab... Och, nein. Okay, LB ist ja die erste und nicht die zweite. Man sollte eigentlich denken, dass B nach A kommt, aber da es ja kein LA gibt, sondern nur LB und keine Ahnung, was das andere darstellen soll. Ach, mein Gott. Okay, irgendwann werde ich das heute noch hinkriegen. Aber die Idee an sich war nicht schlecht. Dummerweise habe ich nicht Y gedrückt, ich Idiot. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gedrückt habe, aber... Ich habe jedenfalls nicht, oh, nicht Y gedrückt und das war natürlich ziemlich dämlich. So, Moment. Nein! Och Mann! So, da sind wir wieder. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe jetzt einige Versuche gebraucht. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich gerade hin? Moment, Questbereich. Aber ich will jetzt hier auch nicht 3 Jahre wegen so einer dämlichen... So ein dämlichen Fragment hier. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Damit verbringen, weil das macht das Spiel dann doch sehr. Nicht sehr spielenswert, wenn man dann die ganze Zeit an sowas verbringt. Okay, ich gehe mal nicht davon. Oh, okay. Kann ich doch einfach so zuschlagen. War dann doch einfacher, als ich gedacht habe. Aufheben.
Ja, das ist schon mal gut. Wir müssen anscheinend irgendwie diese Schalen hier sammeln. Die Frage ist nur, wofür? Okay, die haben das mit den Laufen, glaube ich, etwas verändert. Weil es lässt sich jetzt besser steuern, definitiv. Wo muss ich die jetzt hintun? Das ist jetzt die große Frage. In den Tempel? Ne, Moment. Das war jetzt nicht die Seite, wo ich es aufgehoben habe. Das war doch jetzt die andere Seite, oder? Okay, Moment. Das stellen wir erstmal eben hier vorne ab. Da ist auch noch einer. Man sieht jetzt aber auch nichts auf der Karte, nehme ich mal an. Nee. Ich bin jetzt am Rande vom Questbereich. Das heißt, irgendwo hier in dieser Umgebung müsste das dann eigentlich sein, wo das hin muss. Ah, ich hasse es, wenn ich die Sachen, die ich einsammle, schneller finde als den Ort, wo die hin müssen. Stehe ich jetzt hier irgendwie auf dem Schlauch oder so? Muss das vielleicht hier... Hier? Ne, hier ist Feuer. Aber das wäre irgendwie logisch. Moment, wir gucken mal eben. Das war jetzt aber kein besonders gutes Flitzen hier gerade. Oh, nein. Entschuldigung. Nein, nimm es doch wieder auf, Mann. So. Okay, hier anscheinend doch nicht. Ich hätte jetzt gesagt... Moment, ablegen. Okay. Muss ich aber auch nichts drücken oder so? Oder muss ich das Ding jetzt entzünden? Das könnte eventuell sein, dass ich das entzünden muss. Ich bin mir nicht sicher. Oh, nein, falsche Taste. Ja, keine Ahnung. Also wir können es mal versuchen, sagen wir es mal so. Ja, man sollte vielleicht, den wollte ich eigentlich machen. Ich bin ja auch so bescheuert manchmal. Es kommt aber nicht so schnell wieder. Nein, 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 nein. Och. Komm, ey. Ich hasse es mit diesen Dingen. Du hast genug, was, wie? Ja, das fällt dir aber früh auf. Och Mann, ich hasse es mit dem Ding zu steuern, ganz ehrlich. Oh. Nein! Eben ging das irgendwie besser. Da. Rein, rein, rein! Oh. Also es ist drin gewesen, aber anscheinend bringt das nicht allzu viel. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gewollt ist, dass wir das Ding anzünden. Ich schaue mich nochmal hier so ein bisschen um. Ja, es sei denn, dass ich hier irgendwo gegenlaufe. Also hier habe ich das rausgeholt. Da unten geht es definitiv nicht weiter. Oder ist schon wieder so ein Viech hier? Aber nach oben kann ich die nicht bringen. Weil dann müsste ich mit denen ja hochklettern. Und das geht definitiv nicht. Also ich würde jetzt normalerweise wirklich sagen... dass man die anzünden muss, aber... Wäre irgendwie logisch. Ich sag mal, hier ist das ja auch so davor. Allerdings kann man das jetzt auch mitnehmen. Das verwirrt mich irgendwie. Das kann man hier aber nicht wieder hinstellen. Ich guck mal, ob ich das hier auch noch irgendwo hinstellen kann. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass hier noch andere Statuen sind. Also hier kann man es so nirgendwo hinstellen. Das war jetzt auch so ein goldener Bereich, ne? Tja. Ich habe mal wieder eins, was wir aufheben können. Jetzt wird es langsam... Ich weiß nicht. Jetzt haben wir schon insgesamt drei. Also da konnte ich es zumindest hinlegen. Ob das jetzt richtig war, keine Ahnung.
nehmen wir mal mit. Kann man den eigentlich auch zerhauen hier? Nee. ich musste nämlich gerade an die Ostereier denken. Tja. Da hinten ist eine Statue. Aber das ist jetzt alles nicht mehr in dem Bereich, oder? Doch, das ist noch in dem Bereich. Hm. Hier kann man rein. Da kann man schon wieder... Na nee, Moment. Da kann man nur was... Ah, Moment. Ah, hier unten ist was, wo wir theoretisch was hinstellen könnten. Okay, dann nehmen wir mal eins davon mit und tun das mal nach unten. Ich habe jetzt gedacht, man könnte das wahrscheinlich nur in die Statuen selber... Also nicht in die Statuen, sondern davor setzen. Aber das, das sieht gut aus. Das ist nämlich auch so ein Teil. Die Frage ist nur, müssen wir das dann irgendwie entzünden oder so? Aber ich denke mal eher nicht. Also es hat ja jetzt nicht geklappt und es war ja doch ziemlich mittig. Probieren wir das mal aus. Nein! Wollt ihr mich veräppeln? Das sieht so schön nach Ostergaben aus, aber ich kann hier nichts mitmachen. Oh nein, komm. Lassen wir das erstmal eben hier unten liegen. Was ist denn mit dem Bullen hier? Hm. Da ist auch nichts. Hier ist wieder sowas mit Opfergaben, aber da werde ich es dann auch wieder nicht reinlegen können. Ich brauche im Endeffekt was, was frei ist. Mal eben gucken, gehört das jetzt noch zum Questbereich? Nee, das ist ja eigentlich schon weit davor. Also das kann dann auch nichts damit zu tun haben. So, und wenn wir jetzt... Ja, hier sind wir im Questbereich. Das heißt, da die Treppen sollen wir nicht runtergehen. Das nehmen wir mal mit hier. Hm. Also das Haus würde im Endeffekt zum Questbereich gehören. Mal hier noch was? Nö. Nee. Tja. Puh. Das ist irgendwie... Entweder stehe ich hier wirklich total auf dem Schlauch. Oder ich habe keine Ahnung. Da ist noch was zum Lesen, glaube ich. Oder? Kann man das nicht lesen? Nein. Ich will es eigentlich lesen. Wieso kann man das nicht lesen? Hm. Okay, übersetzen kann ich es leider nicht. Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfordert. Wenn ich mir das von oben nochmal angucke, eine andere Perspektive, aber ich glaube nicht, dass ich da... Hm. Kann ich ja auch nichts machen. Oder? Moment. Ich glaube nicht, dass das... Nee. Dahinter ist noch was frei, aber... Da hätte ich es dann auch nicht reinstellen können. Moment, hä? War jetzt irgendwie? Kann man da was... Hä? Ist es jetzt nur zufällig, dass das so komisch klang? Oder was war das jetzt hier? Was ist denn hiermit eigentlich? Also, ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall was... Ach! Nee, Moment. Da steht aber schon was drauf. Da ist was... Da hinten ist nichts. Ah, Moment. Aber da müssen wir trotzdem noch einen dritten Ort haben. Oh Gott, das hätte auch so einfach sein können. Da müssten wir trotzdem noch einen dritten Ort haben, wo wir noch was hinlegen können. Oder, naja, da drin denke ich mal nicht, oder? Ja. Wir haben drei Schalen, aber anscheinend brauchen wir keine drei Schalen. Oh, oh. Hi.
Zeit sauber zu machen. Oh, oh. Okay, weiter geht's. Weg da. Ja, genau. Dich wollen wir jetzt hier wegfeuern. Los. Boah, komm schon. Ist eine Erinnerung daran, dass Athena strategischer und bedachter vorgeht als Ares. Und wie? Ja. Im Trojanischen Krieg hat sie ihn fertig gemacht. Sie hatte ihren eigenen Flötenspieler dabei, der Schlachtlieder spielte. Sie hat ihm buchstäblich die Flötentöne beigebracht. Das Schwert des Orestes. Athena hat über ihn gerichtet. Und selbst die Erinnien mussten ihr Urteil akzeptieren. Weißt du, Athena wurde aus meinem Kopf geboren. Wenn sie etwas sagt, hört man auf sie. Okay. Die Welt erbebt. Ihr braucht mich. Ja, du mich auch. Nein! Och. Mann, wieso nimmt er das nicht an? Ja, noch ein Stück. Zuerst eine würdige Opfergabe. Der Eulenschlüssel scheint angemessen. Symbol für Athenas Urteilsvermögen. Sieh, Athena, das ist dein wahres Ich, zu dem du wieder werden musst. Aber ich lag nicht immer richtig. Und Zeus hat ständig versucht, sich einzumischen. Du warst selbstsicher. Du hast deinen eigenen Weg gewählt. Wenn man allen Plänen gegenüber offen ist, folgt man am Ende einem Wirrwarr von Ideen. Das stimmt. Ich hab's gehasst, wenn Zeus mir gesagt hat, was ich tun soll. Ich wusste es besser. Das hat mich zur Weißglut getrieben. Nein, was sagst du da, Athena? Das kann nicht sein. Ich wollte doch nur helfen. Die Wahrheit tut weh. Aber es war schwierig. Ich musste so viel wissen und entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich diese Bürde wieder tragen kann. Diesmal stellen wir uns Typhon gemeinsam. Aber dafür musst du wieder ganz du selbst sein. Du hast recht. Ich muss wieder groß werden und ganz ich selbst. Das ist mein letzter Segen. Du hast ihn verdient. Komm. So. Der Weg zu meiner Essenz ist freigelegt. Aber es ist unheimlich da unten. Überlass das nur deiner Heldengestalt. Kannst du in der Halle der Götter auf mich warten? Na gut. Hoffentlich lacht mich Hermes nicht aus, weil ich so klein bin. Du bist nicht klein, Athena. Du bist weise und mächtig. Und bald wird Typhon bereuen, dass er sich mit dir angelegt hat.
Ja, genau. Wir tun uns zusammen und hauen ihm ins Gesicht. Ist das ein guter Plan? Klingt fantastisch. Und wenn Hermes dich ärgert, tritt ihm einfach gegen Schienbein. Da kommst du gut ran. Das waren immer nur Vorschläge. Empfand Athena das auch so? Sie ist gerade nicht sie selbst. Sie ist sehr emotional. Dann solltest du vielleicht einmal den Mund halten und deiner Tochter zuhören. Bitte, Prometheus, sag, dass du das erfunden hast. Es ist die Wahrheit, Zeus. Ich bin ihr Papa. Das mag sein, aber das gibt dir noch nicht das Recht, ihr zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Vor allem nicht, wenn sie besser Bescheid weiß als du. Ohne meine Essenz kann ich keine Pläne schmieden. Und genau diese Essenz werden wir auf jeden Fall zurückholen. Entschuldigt übrigens den kleinen Knall zwischendurch. Ich musste ja gerade mal eine Motte platt machen. Ja, wir haben jetzt nur noch eine Sache vor uns, und zwar die Essenz zurückzuholen. Natürlich liegt die wieder am anderen Ende der Karte. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen, weil ich denke mal, dass sich das wieder um ein Verlies handeln wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao!